Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Heute mit den Reacts oder mit einem React, der es normalerweise sonntags kommt. Heute ist Montag, wir machen es trotzdem heute. Und zwar die Twitch Clips Germany. Ich habe es schon auf dem Nebenbildschirm eingeschaltet. Ihr hört es natürlich noch nicht, ist noch nicht am Laufen. Aber wir wechseln jetzt mal die Szene und dann starten wir in die ganze Sache. Wir machen mal hier rein, so zack, so, da sieht ihr mal auch, wie das Ganze funktioniert, wenn man startet. So, jetzt muss ich natürlich das Ganze wieder großziehen, damit ihr den ganzen Bildschirm schön für die Twitch Clips Germany habt und nicht nur für, ja, denke so, die Musik ist einigermaßen leise. Ich denke mal, ihr solltet dann gleich alles hören und wir starten voll rein. Ihr seht, ein Anime-Mädchen passt ja zu mir. Obwohl ich kein Anime-Mädchen bin, aber ich wäre gerne eins. Nein. Wir starten einfach mal rein mit den Twitch Clips Germany. Hallo und herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß bei den Clips. Nicht vergessen, Daumen nach oben und kommentieren. Let's go! Ja, das war doch kurz und schmerzlos reingegangen in die Twitch Clips Germany. Das mit dem Liken und so, das machen wir am Ende, nicht am Anfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man das am Anfang macht. Das passt dann irgendwie nicht. Noch ein Hallo geht natürlich an alle, die mir zuschauen. Wir gehen im Übrigen, sage ich dazu, einmal zu unserem Kistenkater und dann einmal zu der Xautina und ja, genau. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wieso. Das ist doch richtig gut. Okay, weiter geht's. Kennen wir doch. Ich bin einfach aufgelaufen. Ey, warum fall ich denn da runter? Ich bin jetzt am Anfang. Was ist das denn? Ja, cheaten bei hingeht bei Fall Guys geht ja überhaupt nicht. Also das ist ja wohl ganz, ganz, ganz mies. Sowas macht man gar nicht. Und so geht das überhaupt nicht. Also nee, das können wir nicht machen. Nee. Ah, okay, dann hilft er uns nämlich auch. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Nein, scheiße! Ah, ich hätte... Okay, Moment. Ich muss mit Fackel laufen. Oh Mann, nein! Das ist aber jetzt ein sehr, sehr blöder Speicherpunkt. Hat das Spiel gemerkt, dass... Nein! Nein! Ja, so kann es gehen. The Black Tails. Da ist das Wichtigste, was ihr als Accessoire in eurem Spiel braucht, eine Fackel. Habt ihr die nicht, dann greifen euch die Pestratten an und dann passiert sowas, wie ihr es gerade eben gesehen habt. Und dann ist das ganze Spiel auch noch mit einem Auto, mit einer Autosave-Funktion ausgestattet. Das heißt, irgendwo wird der Punkt hingepackt, wo man dann gespeichert wird, und wenn das dann an so einer blöden Stelle ist, dass die Pestrat dann einen gleich überfallen, dann kann man den ganzen Speicherstand ab in den Papierkorb und von vorne anfangen. Blöd gelaufen, aber ja, eine lustige Szene auf jeden Fall. Ich fand es nur schade, dass sie die doch aufgeschrien hat. Okay, und da sehen wir im Hintergrund eine schöne Katze. Gucken wir mal, was mit der Katze so sich auf sich hat. Ey, Schatz, das müssen wir mal gucken, ob das mit uns auch geht. Ich meine, so, oder legt sie sich hin und tut einen auf tot. Obwohl, sie macht momentan einen auf Schlaf. Und das mit offenen Augen. Also ich war gerade eben drüben und sie legt in ihrer Kuhle im Kratzbaum. Sie hat hier einen Kratzbaum, sie hat drüben einen Kratzbaum, also im Schlafzimmer. Den hier benutzt sie so gut wie gar nicht mehr. Das ist aber ganz praktisch, weil da können wir das, weil wir demnächst die dann, ja, okay, das machen wir später. Und drüben lag sie in der Kuhle so, aber halt mit offenen Augen. Ah ja, im Übrigen, das Klippen nicht vergessen, falls ihr was klippen wollt. Ihr könnt nicht immer nur einen Clip machen, ihr könnt auch mal 2, 3, 4, 5, 6 Clips machen. Ist manchmal ganz lustig, weil immer nur ein Clip, das ist dann immer blöd. Und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch der Clip ist, bei dem man sagt, dass man klippen soll. Genau. Ich sag 82. Ich auch. Ja? Was war das denn jetzt? Es sollte das jetzt ein cooler Abklatsch-Move sein. Den müssen wir aber dann nochmal üben. So, ganz kleines bisschen so.
Er hatte was, aber das gewisse Etwas fehlte. Ich pass schon auf. Ich pass wirklich auf. Wenn das schon kommt, dann ist es nicht gut. Ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig. Meine Mama hat... Hey. So viel zum Thema. Ich pass auf und knack war das Messer hinüber. Zeigt, dass die Klinge nicht besonders gut war oder es zu viel Einschlüsse gab, dass die Klinge gebrochen ist. Genau. So. Ihn kennen wir schon. Mal gucken, was ihm heute wieder schief geht. Xero, habe meine Englischlehrerin mal gefragt, was Geräte auf Englisch heißt. Also, hab die Englischlehrerin gefragt, was Geräte auf Englisch heißt. Devices. Ach so. Ha, 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 ha. Habe meine Englischlehrerin mal gefragt, was Geräte auf Englisch heißt. Nein, er muss auch noch überlegen, was das heißt. Devices. Also das war jetzt ja mal, also da war der Gagpunkt ganz massiv verfehlt. Klar, nur für die, die es nicht wissen, Devices war eine Ableitung von Devices, dem englischen Wort für Geräte. Aber nee, das passt überhaupt nicht. Also das war nix. Das müssen wir nochmal üben. Okay. Du kannst auch Spitznamen für die Küche geben. Du schneidest die Brötchen in Würfel. Yes. Und machst dabei Milch warm. Was? Milch warm gemacht. Dabei. Oh, sie hat deine Haare kaputt gemacht. Oh nein. Oh Gott. Ich mach das nicht. Katastrophe. Das war jetzt ein schöner Gag. Und wir haben es jetzt endlich mal zusammen gesehen. Milchbaum und Jen. Toro war noch dabei. Und das war jetzt natürlich eine Anspielung auf ihr Milchbaum mit Milchbaum machen. Aber Olli, ich glaube, ich muss mal mit Anne reden. Die soll dir mal zeigen, wie man Mädchen warm macht. Und Kuh. Ich kann eine tote Robbe. Soll ich nochmal machen? Nee, musst du nicht nochmal machen. Das war auch sehr schlecht nachgemacht. Weil da kann man sagen, ich kann jedes tote Tier nachmachen. Das ist aber eher... Ja. Aber ich finde es trotzdem immer noch, dass das eine französische Kuh war. Denn sie sagt nicht mu, sondern mü. Oje, was hast du denn mit deinem Rücken gemacht? Ich weiß nicht, ich werde alt, mache keinen Sport und ich habe große Brüste. Das macht mein Rücken. Also, dein Rücken macht, du bist alt, du machst keinen Sport, du hast die große Brüste, das. Du hast aber einen interessanten Rücken, muss ich sagen. Willst du mit dem nicht mal in die Fernsehshow gehen? Damit könntest du gut, cool Geld verdienen. Also, wenn das dein Rücken macht, meine ich. Also, mein Rücken macht manchmal wehtun, weil ich bestimmte Dinge mache oder bestimmte Dinge nicht mache. Ist wie bei meinem Mann, da tut der Rücken auch manchmal weh, wenn er bestimmte Dinge macht und andere Dinge nicht macht. Was für Dinge führe ich jetzt hier nicht aus? Ah, da wird's richtig wehtun. Das ist nicht gut. Nein, das tut nicht gut. Nein, 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 nein. Jetzt. Das war jetzt wieder so das typische. Typische Männlein, das versucht, einen auf harter Kerl zu machen und sich mit einem Kalt- oder Heißwachsstreifen die Haare zu entfernen. Dies ist eine ganz blöde Idee, das geht immer, aber immer nach hinten los. So, und ja, genau. Hallo. Ich bin Fahrschüler. Fahrschule? Ja, Fahrschule, ja. Aber das, ja doch, Spiegel, mein Spiegel. Ja, schon, hinten, steht ja, ja, nee, es ist nicht beklebt. Nee. Ja gut, da wird es halt schwer mit dem Führerschein. Aber ich kann Ihnen meinen Führerschein und meinen Fahrlehrerschein zeigen, wenn Sie wollen. Bitte weiterfahren. Dankeschön, tschüss. Also, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Die Polizistin war ein kleines bisschen naiv, denn ich hätte sie aufgeschrieben, aus einem ganz einfachen Grund. Soweit es mir bekannt ist, müssen Fahrschulautos in Deutschland
gekennzeichnet sein als solche, um als solche durchzugehen. Weil ein Fahrlehrer kann natürlich das Fahrschulauto durchaus auch als Privatauto verwenden. Dann hat er natürlich nicht die Fahrschulschilder und so drauf. Ich hätte in dem Fall gesagt, Pech gehabt, war nicht ausgeschildert. Strafzettel, Thema gegessen. Und gerade hätte ich auch den angeblichen Fahrschüler aufgeschrieben, aus einem ganz einfachen Grund. Der hätte seinen Führerschein definitiv nicht gekriegt, ganz einfach. Wow. Also, ich kenne ja sowohl Chen als auch Milchbaum über ihre Streams. Und ich muss sagen, Milchbaum ist ja, fällt ja immer so ein bisschen so aus der Rolle. Und es macht so eher die verrückteren Dinge. Aber sie jetzt mal so seriös zu sehen, das war jetzt schon der zweite Clip in dieser Compilation. Und mit so einer Stimme, wow. Also, ihr zwei klingt echt genial zusammen. Und dafür gibt es von mir einen doppelten Daumen hoch. Und ja, genau. You like? Cooles Halloween-Kostüm, Carillo. Steht dir. Echt steht dir. Wunderbar, muss ich sagen. Aber eins noch zu den beiden gerade eben, also Milchbaum und Chen. Ihr habt mir dafür gesorgt, dass ich weiß, wie ich dieses Video bei mir auf der YouTube-Kanal nenne. Verführe über 5 Mitarbeiter? Klassischer Versprecher. Nein, verfüge über 5 Mitarbeiter. Oh mein Gott. Ja, ja. Der klassische Versprecher, verführe anstatt verfüge. Ja, ich denke aber mal, das Verführen von 5 Mitarbeitern macht mehr Spaß. Also, was ich so ganz grob mitbekommen habe, coole Melodie, also die Melodie war schon mal Daumen hoch, klar, auf jeden Fall. Das Lied war auch ein Daumen hoch, aber ihr müsst noch ein bisschen an der Tonabmischung arbeiten. Also, das Instrument war wesentlich lauter als Du Lost Kitten und es sollte umgekehrt sein. Nur so als kleiner Hinweis, aber ich denke mal, das habt ihr wahrscheinlich selber rausgefunden. Direkt Pollenallergie. Also, das nenne ich mal Eintauchen ins Spielerlebnis. Voll die Pollen in die Nase gekriegt und sofort genossen. Genießt. Ich weiß, das heißt nicht Genossen. Genossen sind die aus der Russland und aus den kommunistischen Parteien. Das sind Genossen. Genießt. Ja, doch, hat was. Ja. Was ist da? Ich hab's nicht gesehen. Ich habe auf die Katze geachtet. Geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt habe ich wieder zu früh geklippt. Aber ich klipp's trotzdem mal. Aber ich hatte den ja im letzten Stream, hatten wir den ja drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es am Anfang genauso wie ihr. Ich habe erst gekriegt, was jagt die Katze da im Hintergrund? Und dann fiel mir im Vordergrund die Spinne auf. Ich habe zum Glück keine Arachnophobie und schreie deswegen nicht wie ein kleines Mädchen. Zumindest nicht bei der. Ich erschrecke mich hin und wieder vor Spinnen, aber auch nur, wenn sie etwas größer sind. Gut, okay, wir hatten schon mal eine in der Wohnung, die war so. Und als ich ein Glas drüber stülpte, um sie nach raus zu befördern,
sprang dieses Vieh von der Wand im Tränen rum gegen die gegen den Boden von dem Glas. Da habe ich mich erschreckt, das gebe ich zu. Aber das war nur wegen der schnellen Bewegung. Aber das war gerade eben ein schönes Doppelschreien. Was ist passiert? Ah. Ich sag ja, ich habe ihn ja mal zu früh geklippt und habe den von Lilimon auch übersehen. Aber Leute, das, jetzt guckt euch das an. Da muss man doch nicht erschrecken. Ich meine nur so. Also, ich kenne jemanden, der hat Arachnophobie, aber der ist dabei auch nicht erschrocken. Oder? Ich meine nur. Man fragt ja nur. Falls du da bist, Bruder. Wie findest du Körperbehaarung? Körperbehaarung ist wie Gabeln. Braucht man halt zum Essen, ja? Nur, dass man Körper wartet. Chat, wartet. Also jetzt bin ich irritiert. Du meinst das nicht. Du brauchst Körperbehaarung zum Essen. Jetzt bin ich interessiert daran, was du für komische Dinge isst. Also, ich brauche keine Körperbehaarung zum Essen. Ich bin lieber eher froh, wenn man keine Körperbehaarung beim Essen hat, zumindest immer essen. Und ich weiß ja, es gibt ja schon komische Dinge, also wie zum Beispiel Sushi von einer nackten Frau essen und so. Sushi esse ich sehr gerne, von nackten Frauen muss nicht unbedingt sein, obwohl es kommt auf die Frau an. Moment. Natürlich braucht man die Körperbehaarung zum Essen. Das meinst du, wo der Nachttisch herkommt? Das war mein Mann. Und das gehen wir jetzt nicht weiter. Auf das gehen wir jetzt nicht weiter ein, nein. Cooles Kostüm. Also sie spielt an Halloween ein Horror-Game, erschreckt sich fast zu Tode. Finden wir den Fehler. Aber eine coole Szene. Wobei ich jetzt da nicht... Ja, ich hätte mich jetzt... 10% vielleicht erschreckt, aber nur 10%. Das muss auf jeden Fall, überleg jetzt mal. Das ist jetzt natürlich eine Überlegung, die ich anstelle, die sollte ich mir überlegt haben. Das war wieder ein schöner Spruch für die Woche. Das sollte ich mir das ist eine Überlegung wert, die sollte ich mir überlegt haben. Ja, das ist klar. Ja, das war Scum. Kistenkater, ich muss auch dazu sagen, ich hatte heute mal so in die, bevor ich angefangen habe, meinen Stream zu starten, hatte ich ja mal kurz in die so geguckt, was so auf Twitch momentan los ist. Und da war Scum auch dabei, aber nur im kleinen dreistelligen Bereich. Also heute wäre Streamen, was Scum angeht, wohl relativ gut, aber heute bist du ja nicht dran. So, was? Hast du... Aber du hast doch mal gesagt, Männer haben im Bad immer... Ja, das ist... Das hat doch aber jetzt nichts mit dem Essen zu tun. Dafür brauche ich dann keine Gabel. Da kann ich es rausfingern und... Ja, gut, lassen wir das. Sonst wird es jetzt zu eklig. Ich hab noch nie so was Ekelhaftes im Mund gehabt wie das da. Und ich hatte schon verdammt viel im Mund. Wollen wir jetzt wissen, was sie gerade im Mund hatte? Oder wollen wir wissen, was sie schon alles im Mund hatte? Mich würde jetzt als allererstes wirklich interessieren, was hatte sie im Mund? Das muss wohl wirklich sehr, sehr eklig gewesen sein. Aber da wir das nicht gesehen haben... okay. Tricks auch. Das da ist das Männchen, große Klöten, stinkender Penis. Und das da ist Muffin, tolles Mädchen. Ja, das ist fast wie bei uns. Ja, geil, das ist gut. Das muss ich mir merken. Nein, bei uns ist das nicht so. Wir sind beide sehr, 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 sehr gepflegt. Das gebe ich schon mal zu. Ja, ja. Also, da muss ich mir keine Gedanken machen. Ja, genau.
Mein Mann ist ein Mann, der sich wirklich sehr, sehr, sehr pflegt. Das muss ich sagen. Er ist manchmal sogar noch ein kleines bisschen schlimmer als ich, aber nur ein kleines bisschen. Und nur manchmal. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da teilweise so lange warten muss. Aber... Oh Gott! Bravo! Das war... Das ist wie beim Autofahren in Realität. Man hält die Hände am Lenkrad oder zumindest eins am Lenkrad und guckt und macht nicht irgendwelche anderen Dinge und so. Gerade beim LKW ist das in Realität, wäre das in Realität, wäre das jetzt tot. Das wäre tot, da wären mehrere Menschen tot jetzt gewesen, weil er wäre einfach mal drüber gerast. Aber Euro Truck Simulator, das ist, wie der Name schon sagt, eine Simulation der Realität. Sei froh, dass es nur im Spiel war. Wenn es in Realität gewesen wäre, hättest du jetzt deinen Führerschein wahrscheinlich abgeben können. Und Job wäre AD gewesen. Ich liebe es. Hey, cool. Ey, das war gut. Also, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir diese Art Spiel sehen. Das erste Mal hatten wir mit dem Bagger, wo alles überall war, nur nicht am Bagger. Und trotzdem funktionierte das Ding, aus welchen Gründen auch immer. Das zweite war, wo der Bagger den LKW in die Wolken geschossen hat. Auch nicht schlecht. Und das war jetzt aber so, dass die Krönung des Ganzen. Der LKW wurde durch die Gegend gefeuert und landete perfekt auf der Straße in Fahrtrichtung. Spitze! Mal gucken, was wir das nächste Mal kriegen. Kannst du unten bei den Pfeiltasten das eigentlich ändern, wo Arcade steht, oder? Also links und rechts zu weisen. Jetzt müsst man Japanisch können. Ja, so kann es gehen. Wenn man schon das Spiel einstellt, sollte man wissen von vorne weg, wo ist die Einstellung für die Sprache. Falls man mit solchen Spielereien angeben möchte, dass man eine andere Sprache kann. Das Problem ist meistens dann, man findet nichts mehr, weil natürlich alles in einer anderen Sprache geschrieben steht. Und zwar nicht nur das, was als Option dasteht, sondern auch, für was diese Option ist. Also ich muss dazu sagen, ich lerne gerade momentan wieder Japanisch und deswegen hätte ich damit keine Probleme. Notfalls könnte ich nämlich nachgucken. Aber ich achte auch darauf, wo in Spielen was steht, ja. Ach ja, stimmt, ja, die Punkte in Flensburg sind natürlich klar und ich krieg's gerade wieder bei mir angezeigt. Ich muss jetzt wirklich nächste Woche mal gucken, warum ich das nur bei mir angezeigt bekomme und ihr nicht im Stream, weil das sehe ich nämlich gerade. Falls ihr euch fragt, die Musik im Hintergrund, die ihr hört, die nicht zu Twitch Clips Germany gehört, das ist Panda Beats und Stream Elements, es nervt. Ist schon, also die weint halt einfach zwei Tage durch. Die schreit und jault, die ist ja eine Husky, die heult ja die ganze Zeit. Die heult nach einem Rüden. Und das seit zwei Nächten und Tagen. Geht mir auch manchmal so. Du heulst auch nach einem Mann? Was hat deinen Angestellten? Okay, also sie heult auch nach Männern. Interessant. Aber ganz ehrlich, ich würde bei der Hündin mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ich meine nur so, wenn die seit zwei Tagen und Nächten nur am Heulen ist. Ich weiß nicht. Also das wäre kein Hund für mich. Da bin ich lieber froh, dass wir eine Katze haben. Die Katze heult wenigstens nicht. Obwohl die miaut. Das ist manchmal genauso schlimm. Okay. Ha, ha, ha. Er will jetzt nicht allen Ernstes wirklich erzählen, dass er auf dem Klo gesessen hat mit hochgezogener Hose und ja, lassen wir das. Reden wir. Was?
Also mir wird's angezeigt. Ah, okay, weil ich sehe es hier nämlich im Stream nicht. Ich weiß nicht warum. Also ich habe ja, wenn ihr euch das vorstellt, ich habe ja hier das, ich mache mal so, das Bild. So, da habe ich hier den Browser und hier unten habe ich die Kamera und dann habe ich die Donations und dann habe ich hier oben drüber den Chat. Und da sehe ich es nicht drinne. Also, ist so. Gut. Aber wenn du sagst, es kann natürlich sein, dass ich es in den normalen Chat nicht übertragen bekomme, aber das sollte eigentlich normalerweise sollte das der Fall sein. Aber gut, wenn du es angezeigt bekommst, ja, ich gucke jetzt gerade hier drüben auf den zweiten Chat, den ich hier habe, da sehe ich es auch. Okay, gut. Also ist das nur eine Anzeigefehler bei mir. Warum auch immer. Okay. Widget. Und tschüss. Bye, bye. Das ist, ich weiß, wenn man sich falsch auf den Stuhl draufsetzt und der nach vorne Übergewicht bekommt und nach hinten wegrutscht, kann das passieren. Mir ist auch schon mal der Stuhl nach hinten weggerutscht, aber nur nach hinten. Dieses nach vorne fallen ist mir noch nicht passiert. Zum Glück, Moment. Dreimal auf Holz geklopft, damit es nicht passiert. Aber ich finde das immer lustig, wenn das anderen passiert. Also, auch wenn ich jetzt gerade nicht gelacht habe, ja, ich weiß nicht. Heute ist wieder so ein Tag. Es ist so ein paar Sachen schiefgegangen. Das erkläre ich nachher in Wir müssen reden, was heute wieder schiefgegangen ist. Und ja, deswegen ist so ein bisschen mein Humor ein bisschen abhanden gekommen heute. Ich wünsche mir könnte irgendwie sowas wie eine Brüstung? Brüste? Eine Brüstung! Briskiert? Nein, eine Brüstung! Leute, so eine Sprachstörungsfindung? Nee. Doch. Nee. Du kannst auch Geländer sagen. Also, das Ding heißt entweder Brüstung oder Geländer oder Umrandung. Also Balkonumrandung. Kann man alles sagen, ist alles dasselbe und damit hat man auch keine Sprachprobleme. Oh, geil. Wohnmobil. Jetzt wird mir auch schwindelig gerade. Mädel, atmen! Atmen! Nicht vergessen. Da haben wir übrigens eine lebende Robbe gehört. Dann so hören sich Robben an in Realität so. Kann ich mir das vorstellen, aus dem Zoo kenne ich das. Aber das war eine geile Lache. Und Mädel, atme nicht vergessen. Ansonsten hilft eine Papiertüte. Einfach einen Kürbis mitnehmen. Oh mein Gott, ja. Wir werfen einfach einen Kürbis in den Raum. Damit wir Licht haben. Ja, das hat es weh. Ja, das hat's gebracht. Das hat es weniger gruselig gemacht. Ja, es hat was. Es hat was. Man sollte doch an der Technik des Werfens arbeiten. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, die Tischlampe zu nehmen und vorzuhalten? Ist es so? Und dann reinzugehen? Ich meine nur, wäre vielleicht einfacher gewesen. Oder man hätte nach einem Lichtschalter gesucht. Wird nachher böse, weil er macht hier Experimente und bla bla bla. Wollte sich eigentlich hier so eine Masturbationsmaschine bauen, ganz auf unschuldig und entspannt. Das war's wieder mit der Monetarisierung. Und dann kann man so Leuten einen runterholen. Das wollte er einfach hier bauen in seinem Ding. Und das wissen wir doch alle, dann geht hier bei mir wäre das halt eher so. Ha ha ha, hättest du gerne. Also manche Männer, das ist, also ich kenne Männer, die sagen, das sind 20 Zentimeter. Ja. Dann wäre ja das ein Meter und das reden wir nicht von. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Der hilft dir auch nicht. Ich geh sie weiter, stopp! Wow! Und ich versuche den anderen rauszufallen. Na toll. Das wird nicht, oder? Warte. Ja, und jetzt beide runter, jawohl, tschüss! Und tschüss!
Das war eine Lehrstunde mit dem Thema, so macht man es nicht. Schatz, und da regst du dich immer auf, dass du so schlecht Auto fahren kannst in Scum. Also ich würde sagen, du fährst 1000-mal besser als die zwei. Was? Okay, das finde ich interessant. Das hat mir tatsächlich auch mal jemand erzählt, da lief ein Stream von dir nebenbei während eines operativen Eingriffs auf Patientenwunsch und der Eingriff war auch ohne Narkose, war aber keine Geburt in dem Fall. Okay. Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich will keine Narkose, ich hab Gronkh-Stream. Ist das gut oder? Also ich würde sagen, das wäre gut, weil es lenkt, der Stream ist so gut, dass er ablenkt. Und man nicht an die Schmerzen denkt. Also ich würde mich geehrt fühlen, wenn ein Stream von mir bei jemand anderem nebenher bei einer OP läuft. Ganz ehrlich. Und was heißt hier Also wenn du jetzt auf Japanisch Ja sagen wolltest, müsstest du es EE schreiben. Das wäre dann Moment. Das wäre dann das hier. Ja, ich weiß. Wieso muss ich mir selber sagen, dass hingeht, dass da muss ich selber meinen eigenen Regeln zustimmen. Was soll denn das für ein Gag sein? So, das wäre in englischer Lautschrift Japanisch Ja. Genau. Gut, wieder was gelernt. Sieht man? So, jetzt muss ich wieder hier rüber rein. Minecraft. Das sieht irgendwie voll falsch aus. Stimmt, sieht es. Ich muss dazu sagen. Also, Minecraft, ich finde diesen Bauaspekt, den man da hat, finde ich gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es erschließt sich mir nicht. Nein, das ist kein Spielprinzip für mich. Dann lieber Sims. Naja, dann sag doch was. Aber was? Weil du denkst, dass du störst. Statt einfach zu sagen, hey, kann ich bei euch mitmachen? Kann ich vielleicht auch mit euch beim Quatschding machen? Stattdessen legst du dich hier hin und möchtest, dass wir das irgendwie durch deine Gedanken lesen, statt einfach mal ein Mann zu sein und einfach zu sagen, was du gerne möchtest. Dann sag doch, wenn du hier mit uns reden möchtest, mit den coolen Karten. Ne? Jetzt kommt der mit dem Stab. Das passiert, wenn er ärgert. Deswegen würde ich meinen Mann nie ärgern, wenn ich irgendwas mache, was mit dem Stream zu tun hat. Also nicht so, dass er jetzt anfängt mit dem Staubsaugen zumindest. Ja, mein Mann staubsaugt, der macht das sogar sehr gerne. Der liebt unseren Staubsauger. Also arbeitsmäßig jetzt gesehen. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Das war jetzt keine gute Idee. Gras kann brennen. Ja, Gras kann brennen. Wieso sollte Gras auch nicht brennen? Das war jetzt dämlich. Ohne Haar. Ja, mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. Cool, Hörnchen. Was zum Henker macht sie da? Wieso hat sie zwei verschiedene Socken an? Das muss man jetzt irgendwie nicht verstehen, oder? Also, sie springt auf, fängt an zu tanzen, hat zwei verschiedene Socken an, lacht dann und findet das irgendwie... Also, ich find's komisch. Irgendwie. Der kommt einem sehr bekannt vor. Was denkst du, riech mal hier drin. Also, hier. Boah, da riecht der Fisch. Hat die riecht, kaum, der riecht nach Pisse. Das ab, vielleicht ja, aber... Oh. Weißt du, was das riecht nach unserem salzigen Fisch, den wir mal gegessen haben? Nein, ich sag jetzt nicht, was ich denke, was da drin war, aber ja, es ist grenz...
grenzwertig und surreal. Da hast du recht. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen hebeln. Und tschüss, wieder ein besser weniger auf der Welt. Leute, lernt doch, Messer sind keine Hebel. Zumindest keine Küchenkneipchen. Dies war ein Kneipchen, Schatz. Also ein kleines Messer mit dünner Klinge. Ganz schlecht zum Hebeln geeignet. Muss ich gehen, dass der Bock. Ich hätte gern den Satz gesehen, ich möchte ihn auch versuchen, also zu sprechen. Aber das ist ja jetzt wieder nicht mehr möglich. Ja, ja. Was? KVT? Das musst du mir jetzt erklären, KVT. Ach, Kopf versus Tisch. Ja. Das würde ich aber jetzt eher schreiben, K-T. Dann versteht man's. Also zumindest würde ich es so verstehen. Bravo! Eins in Abreißen. Hey, ich dachte, das war nicht richtig. Du hast jetzt nicht den Turm eingerissen, den wir so hart aufgebaut haben. Doch, hat er. Und jetzt dürft ihr ihn wieder von vorne aufbauen. Weil ihr habt ja sonst nichts zu tun. Weniger Lachen, geile Kappe. Taschen. Nein, die möchte ich nicht, aber geile Kappe. alles voll gemacht. Das muss aber komisch riechen. Aber die Kappe war geil. Ein Flamingo auf dem Kopf. In rosa. Oh shit, da war gelb. Da ist gelb. Oh yes, ich hab gelb. Da war noch mal gelb. Ah, ein Punkt noch. Komm schon. Ah, komm schon. Wo ist es? Ach, ich beobachte. Oh Mann. Aber das Oma, das kenne ich aber auch. Also, was? Flamingos sind rosa wegen der Krabben. Ja, das stimmt, da hast du recht. Wenn du, was passiert, wenn man Flamingos keine Krabben oder Paprika gefärbtes Wasser gibt? Sie werden weiß. Ja, ist so. Ist im Frankfurter Zoo schon passiert. Ja, aber jetzt zu diesem da, das kenne ich. Wenn man nicht aufgepasst hat und ist so im Spiel drinne und man hat doch da noch eine Figur. Da gehe ich gleich drauf ein. Eine Figur, die noch genauso aussieht wie die eigene, da kann man schnell mal sich vertun. Genau. Es gibt rosa Delfine? Das habe ich schon nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde mich mal informieren. Du bist das! Hi! Oh, du bist ein Macher. Nein. Guck mal, du rennst, du bist aktiv, du bist sportlich. Andere sind wegen Saufen unterm Tisch, du läufst hier. Ich bin auf Frage. Oh. Scheiße. Aber hoffentlich lederst du dich nicht. Warte, ich weiß nicht, wie heißt du nochmal? Scheiße, nee, du. Oh nein. Warte kurz. Hallo. Hi. Das war ein Fail. Man sollte schon wissen, mit wem man verabredet ist. Sowohl als derjenige, der aufnimmt, als auch als derjenige, der eingeladen worden ist oder mit dem man der zur Verabredung kommt. Nicht zu wissen, zu wessen Verabredung man kommt, ganz schlecht. So shut your mouth and run like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy land, stay, make me sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run like a river. Also, diesmal hat es gepasst. Erstens mal war die Lippensynchronität perfekt. Es war nicht so übertrieben gekrischt und die Stimme passte hundertprozentig auf dieses Lied. Geil. Ich halte mich nochmal im Backup, falls Nachforderungen kommen und sonst würde ich... Ambulance 3, Code 6. Code. Was macht die denn da? 10:30 AMMD und check. Das hat nichts mit ihm. Also GTA RP ist irgendwie
Völlig surreal. Ich weiß nicht, ich das wäre kein Spiel für mich. Nicht, dass ich GTA nicht mag, also hin und wieder ist es ein schönes Spiel, aber als Rollenspiel, ich weiß nicht, also, nee, das ist, da sind mir zu abgedrehte Personen drin. Komplett hundertprozentig gesund. Und ich merke halt einfach, Katzenohren. Dass ich langsam, wow. Was war das? Hier ist irgend so ein Vieh. Mich hat ein Vieh angegriffen. Okay. Wie, habt ihr das gesehen? Nö, hab ich nicht gesehen. Also ich habe nur die Reaktion gesehen, aber nicht das Vieh. Hat jemand das Vieh gesehen? Also ich weiß nicht. Aber du hast doch eine Brille an. Da kann doch sowieso nichts ins Auge fliegen. Okay, gut. Das ist eine Reaktion des Körpers darauf, erstmal zu reagieren. Klar, würde ich auch machen. Wobei bei mir ist keine Brille davor. Aber ich habe das Vieh nicht gesehen. Aber ich liebe diese Katzenohren-Kopfhörer. Ich kaufe mir irgendwann für die auch mal oben so Katzenohren zum Dranklicken. Ich weiß, die gibt's. Oh, ich hab so einen guten Plan. Wir kaufen das. Der geht da hinten los. Hab ich nicht gesagt, der Plan geht da hinten los. Ich liebe es, wenn ich recht habe. Cool. Der Stream jetzt einmal kurz ruckelt, liebe Leute da draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dazugehörte oder ob das jetzt schon der nächste Clip ist, aber irgendwie hat das nicht nur geruckelt, es war ein kompletter Abbruch. Okay. Ein fliegendes Auto. Ja, so kann es gehen. Ein fliegendes Auto. In der Realität würde das natürlich nicht funktionieren, aber, also zumindest nicht in dieser Intensität. Aber, ja. Ich hoffe nicht, dass Freunde von dir meinen Stream gucken. Bestimmt. Hast du das Gefühl gehabt, dass schon mal jemand so ein bisschen gefragt hat, so dass ich vorher käme, so? Ja, wie halt gesagt, Mai. Später ziehst du sie dann aus um 22 Uhr. Und dann gibt's... Okay. Deswegen sollte man bestimmte Telefonate nicht vor dem im Stream führen, beziehungsweise im Stream übertragen. Ich glaube allerdings, das war ihre Mutter. Der Gartenzwerg ist cool. Ah ja, ich bin heute Morgen echt noch ein bisschen verpeilt, ja? Greift so E-Zigarette und willst als Mikro benutzen, ja, geil. Naja, so rum bringt das was. Aber jetzt stell dir mal vor, du versuchst das Mikrofon als E-Zigarette zu gebrauchen und weil ich rauskomme, nachzufüllen. Ah, geil. Okay, weiß ich noch gar nicht. Weiß ich nicht. Überlege ich mir nochmal. Dann wird das aber mit der Cam sein und ich weiß nicht, ob ich die auch stabil genug hinkriege. Geisterfahrer. Kam uns gerade wirklich einer entgegen? Ja. So kann's gehen. Dann seid mal froh, dass ihr da keinen Unfall gebaut habt. Außerdem weiß ich, dass du denkst, bumsen die Hasen da gerade? Ja, haben sie. Und ich würde Cyrilla auch gerne sehen. Hast du das gesehen? Ja. Ja. Also ich hab's gesehen. Die haben da rumgemacht, die zwei. Sieht man mal. So kann es gehen, auch in Spielen. Gründer und Chefredakteur der Nachrichtenseite The Daily Wire. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott, das war deine Katze. Das war deine Katze. Von der Katze erschreckt man sich doch nicht. Also, die Katze ist süß. Was? Ach du, ach, ja, ich weiß, dass du es ach gesehen hast. Weil sowas fällt dir immer ins Auge, das weiß ich. Jetzt habe ich sie wieder gesagt. Jetzt wisst ihr, warum ich Virtual Reality Brillen nicht gut finde. Das habe ich, glaube ich, zwar noch nie im Stream gesagt, aber ich finde sie nicht gut. Die sind, ich kann die nichts abgewinnen. Die sind, ja, bieten ein viel zu großes Unfallpotenzial. Und, Schatz, du erschreckst dich ja auch, wenn ich neben dir stehe und das eine halbe Stunde, bevor du feststellst, dass ich da stehe.
Und ich weiß, dass du Virtual Reality Brillen unheimlich gerne mal nutzen würdest. Genau, so. Und ich liebe dich. Du Wichser! Ging das jetzt nur mir gerade so oder sah man da nur einen roten Tunnel und hörte eine Stimme? Okay, Moment, ich gehe mal ein Stück zurück. Oh, da. So, also wir machen jetzt nochmal kurz das Ende und dann achtet mal drauf. Du Wichser! Ich glaube, sie hat sich vor dem Alert erschreckt. Aber trotzdem hat man nur den roten Tunnel gesehen. Und den Alert dann, klar, aber... Hallo? Dann nimmt man den Alert doch einfach raus, wenn einen das erschreckt. Also ich würde mich freuen, wenn mal ein Alert kommen würde, so. Nicht alle, bitte. Nicht alle. Schön, dass du so lange mit dabei warst und den Abend mit uns verbracht hast. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spielspaß. Puh, den Satz habe ich gerade noch hin so hingekriegt, ohne dass mein Hirn ihn komplett zerfetzt hat. wisst ihr was? Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wisst ihr schon, wie lange wir jetzt an diesem einen Video sitzen? Das ist ja, okay, fast eine Stunde. Aber, ja. Ah, WoW. Was ist denn? Anstellen. Ja, genau. Wir stellen uns hier hinten an für die Quest. Guckt euch das mal an. Hey. Hinten anstellen. Guck mal, wie geil. Also, so müsste das mal in Wirklichkeit ablaufen. Aber ich garantiere euch, nächste Woche, wenn das neue Add-on losgeht, obwohl das geht ja noch nicht los, nächste Woche kommen ja erstmal nur die Traktür. Aber wenn dann Ende November das neue Add-on losgeht, dann wird das richtig übel. Da wartest du wieder 5 Wochen lang darauf, dass du die Quests am Anfang machen kannst, weil sich wie die Irren alle draufstürzen. Hat natürlich den Vorteil für die Leute, die noch nicht so weit sind, dass sie noch ein bisschen Zeit haben. Der Nachteil ist allerdings, bis sie dann so weit sind, gerade wenn man Streamerin ist, so wie ich, und das dann streamen möchte, dann ist es schlecht, weil dann haben das ja alle anderen schon gemacht. Genau. So. Ich schiebe auch noch. Danke, das hast du lieb gesagt, Schatz. Hier habe ich die Tür vorhin aufgemacht. Move, Jump, Run. Es gibt einen Crouch. Mal sehen, wann gibt es denn einen Crouch? Bin ich auch nicht um. Pause, Interact. Oh. Steht doch da oben dort. Alles gut, Chat. Alles gut. Nein. Nein, ich sage jetzt nichts dazu. Aber ich lese jetzt mal den Satz, von dem mein Mann geschrieben hat. Er hat geschrieben, du bist ja auch kein Weib, du bist eine Frau. Genau. Und eben genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh mein Gott. Schon wieder 21 Grad. Ich raste aus. 2 Tage vor Halloween über 20 Grad ist einfach ätzend. Stimmt. Wir haben keine Herderwärmung. Wir haben keine Herderwärmung. Nancy, am 29.10.2022. Wir haben keine Herderwärmung. Wir haben keine Erderwärmung, Leute. Also wenn sich dein Herd zu Hause nicht erwärmt, dann solltest du dir einen neuen kaufen. Und eine Erderwärmung haben wir definitiv. Wer das jetzt heute noch leugnet, der kann gerne mal bei mir vorbeikommen. Dem lausch links und rechts aber auf die Ohren und dann ist Ruhe. Dann hat er es auch kapiert. Kryptische Zeichen. Warte, wenn ich meine Kamera spiegel. Oh mein Gott. Ein Stupid, ich hab das auf dem Spiegel. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist gespiegelt, weil ich es auf dem Spiegel gemacht habe. Hi. Ja. Wenn man solche Dinge macht, dann sollte man sie auch schon richtig machen. Und im Spiegel schreiben ist mir ganz schlecht. Da fragt man jemanden, den man kennt, kannst du mir mal da leserlich draufschreiben? Oder man muss das Gehirn einer Frau haben, die dreht das rum. Die kriegt das richtig hin. Warum weiß ich das? Erstens mal bin ich eine Frau. Zweitens mal, Frauen schminken sich. Vorm Spiegel. Spiegelverkehrt. Und es funktioniert. Bei mir wollt ihr das aber nicht sehen. Glaubt's mir. Noch nicht viel Kaffee und mein Homo.
Homo? Homoma? Homemade! Das war jetzt, denke ich mal, hoffe ich mal, ein freudscher Versprecher, weil sonst ganz übel. Ganz übel. 3, 2, 1. Los! Das tut's! Oh mein Gott. Nick ist auch Rauchmelder. Weg! Das nennt man typisch Ladehemmung. Zum Glück war das nur mit der Knallkanone und nicht mit, ja, genau. Ich weiß, dass ich mich nicht schlecht schminke, aber ich schminke mich zu selten. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mich morgen mal wieder schminke. Ich bin mir aber nicht sicher. Man muss wieder so viel einpacken. Weil das brauche ich ja dann wieder unterwegs. Und ich habe da auch momentan nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mal wieder einkaufen gehen. Machen denen mal ein bisschen Musik, oder? Ja. Das war eine schöne Musik in The Black Games. Black Tales. Entschuldigung. Ja, passt zwar nicht dazu, aber war gut. I don't think they are lost. I just think they have a long while, yeah? And go in the Laden to just upfuck the Kunden and say, I just want my Brille geputzt have, ne? So. So macht man es definitiv nicht. Also bitte, wenn ich schon kein Englisch kann, dann gebe ich das wenigstens zu und versuche nicht mit diesem Pseudo-Kauderwelsch mich durch die Gegend zu katapultieren. Nee. Dalukat, bist du es? Es ist Dalukat. Okay. Das war jetzt ein billiger Abklatsch von Sailor Moon Verwandlung für eine neue Waffe. Ganz schlechtes Game. Abonniert Twitch Clips Germany. So, ja, das waren sie wieder, die Twitch Clips Germany. Und wie jedes Mal machen wir das jetzt natürlich auch jetzt. Ihr seht übrigens mal hier unten das neue Interface, was es gibt bei YouTube. Die haben das ein bisschen abgeändert. Das seht ihr jetzt auch mal, wenn man hier draufklickt, diese neue Animation, die sie beim Liken machen. Ich finde die richtig toll gemacht. Also, das ist wirklich was Tolles. Und ihr seht, ich habe wieder geliked. Das wäre natürlich schön, wenn ihr das auch macht. Original-Link zum Video da unten in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten, wenn ihr gerade dabei seid, Twitch Clips Germany abonnieren. Das gleiche könnt ihr natürlich hier bei mir auf dem Kanal Konfuzei auch machen. Würde ich mich freuen. Übers Like auch. Wenn ihr Kommentare da lasst, bitte denkt dran, über der Gürtellinie, nicht darunter. Und ich reagiere auch darauf. Würde mich freuen, wenn ihr da auch was hinterlasst und den Algorithmus ein bisschen pusht. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Nein, stimmt gar nicht. Diese Woche schon wieder zur nächsten Folge. Bis dahin sagt euch tschüss, eure Josie.